Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Hallo Lev, wir sind ja gerade bei den Banditen unterwegs. Oh, du hast Fallout 4 gespielt, wie mir scheint. Und schauen uns hier noch ein bisschen um. Gucken, was die Leute so zu erzählen haben. Wenn du nicht zum Zahlen hier bist, hau ab! Du siehst aus wie ein Mann, der kriegt, was er will. Immer. Jeder, der mir in die Quere kommt, was aber nie zweimal passiert. Wie bist du hier gelandet? Aus Russland, vor dem Krieg. Aber mir gefällt's hier. Amerikaner sind weich. Leichte Beute. Hättest du vielleicht wenigstens einen russischen Akzent geben können. Aber ja, ich glaube, die Übersetzung, die haben es doch so teilweise echt ein bisschen so 1:1 übersetzt. Hätte man besser machen können. Hast du die Siedler in der Foundation? Wozu? Solange sie uns aus dem Weg gehen, lassen wir sie auch leben. Zumindest so lange, bis wir so weit sind, sie auszurauben. Na gut, dann auf Wiedersehen. Das wie dann, ja. Ja, du hast quasi nichts Russisches an dir. Was haben wir denn sonst noch? Ach, hier geht's auch noch weiter. Okay, dann müssen wir gucken, was hier im Camp nochmal um und dann geht's zu den Siedlern. Okay. Aber zumindest kann man sich hier nochmal um- und ausrüsten. Ist ja schon mal ganz gut. Oh, ich hatte es zerlegt, wie es scheint. Stimmt, ich hätte zwischen den Folgen gerade nochmal gucken können, wie das mit dem, dem Dings funktioniert. Ich fürchte, wir müssen unser Camp nochmal neu bauen, ne? Aber hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwo gelesen, dass wohl die Camps aus den vorherigen Versionen, oder zumindest aus den Dings-Versionen aus der... Ich weiß nicht, ob es generell für die vorherigen Camps gilt oder nur, wenn man halt vorher auf dem Bethesda-Launcher gespielt hat. Okay, dann haben wir aber gefühlt, glaube ich, hier... Ich nehme mir gern, was mir nicht gehört. ...alles so weit durch, wie es scheint. In Ordnung, dann, ist es das da? Ren? Roxy. Ich habe auch noch Quests, wie es aussieht. Oh, wir brauchen was zu trinken. Sehe ich gerade. Was bist du? Ein leckere Quantum. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt noch ein paar Quests? Nein, ich glaube, ich will erstmal die Hauptquest vorantreiben. Dann können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Von daher gehen wir uns doch mal rüber. Und dann schauen wir mal nach, was wir so haben. Verschwinde. Hey, ich habe euch doch geholfen, glaube ich. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Quest-Gedöns. So, wir bleiben hier. Machen wir das. Das ist mit dem gemeinsam. Achso, genau, die müssen wir auch noch irgendwann machen. Oder wir gucken mal gerade nach den... Das haben wir erledigt. Wenn du nicht zu uns gehörst, pass lieber auf. Jo. So, Notfallsignal. Das war ja, glaube ich, aber erst... Oder kriege ich das überall rein? Aber nicht. Gut, dann nochmal runter zum Krater. Achso, das ist die Mission hier zum Top of the World.
Hast du gerade was getrunken? Wieso hast du schon wieder Durst? Oder hat die Nuka-Cola jetzt nicht so wirklich viel gebracht? So. Unfall, oder warte, wo haben wir das Unfallsignal? Das war doch hier irgendwo. Habe ich jetzt direkt untersuchen sollen. Radio. Aber da war hier aber... Wir haben hier, glaube ich, eine... wir haben... So, okay. Alles klar. Gut, dann zur Jägerhütte. Gucken, was es da gibt. Ja, ich denke, das, oder ich hoffe mal, das wird nicht allzu lange gehen. Danach können wir dann ja mal schauen, wie es weiter aussieht mit dem Rest. Trinken wir nochmal was. Das ist das Signal. War nochmal Berkeley Springs. Da gibt es aber auch wieder einiges Neues, so wie es aussieht. Wir sind ja nicht im Ubisoft-Spiel, deswegen müssen wir hier nicht hochklettern. Hütte. Das ist ein verlassener Bunker. Ja, dann scheint auch wieder so eine eigene Instanz zu sein. Aber weil das ist ja dann. Passt ja dann soweit. Ist halt die Frage, wenn sich Leute im Team irgendwie anders entschieden haben und inwiefern sich das dann auf die offene Welt auswirkt. Hier eine Gasmaske rumliegt, eventuell werden wir die dann brauchen, oder? Die Bunker scheinen, na gut, irgendwo macht es auch Sinn, dass die halt einfach gleich aussehen. Oder mehr oder weniger gleich. Hm. Na? Gegen die Schnäberärzten. Danke. Ich weiß nicht, ob das gegen meine Kopfschmerzen hilft, aber es ist besser als nichts. Ich...
Ich spüre die Wirkung, aber... bin so erschöpft. Nicht sicher, ob ich aufstehen kann. Ich bin Commander Sophia Daguerre, Astronautin der USSA. Ich brauche einfach nur Hilfe. Egal von wem. Ich hätte es beinahe nicht mal bis hierher geschafft. Ist wirklich auch alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Bin noch etwas benommen, aber es geht schon besser. Sagte ich bereits Danke? Wie wurdest du verletzt? Mein Schiff stürzte in der Nähe ab. Ich hab's gerade so bis hierher geschafft. Ich habe mir wohl den Kopf verletzt. Kann mich kaum erinnern. Du bist wirklich Astronautin? Das klingt echt irre. Ja, ich bin die Pilotin der Tiefschlagmission, die 2070 begann. Vielleicht kennst du mich aus den Nachrichten. Natürlich ohne die Kopfwunde. Ich habe deine Nachricht gehört. Da wollte ich nach dem Rechten sehen. Ich bin so erleichtert. Danke. Ich dachte eigentlich, das Militär würde zur Absturzstelle kommen. Das ist aber schon eine Weile her. Von meiner Crew fehlt auch jede Spur. Oh Gott, wie schrecklich. Ich muss meine Crew finden. Die USSA kontaktieren und brauche erste Hilfe. Aber eins nach dem anderen. Wo bin ich überhaupt? Willkommen in West Virginia. West Virginia? Das könnte hinhauen. Das Schiff hat wohl versucht, in Reichweite der nächstgelegenen USSA-Anlage zu landen. Das erklärt nicht, warum mein Notruf unbeantwortet bleibt. Was glaubst du, welches Jahr wir haben? Oh nein. Das ist wirklich nicht die Frage, die ich jetzt gerade hören wollte. Ich sollte 2075 aufwachen oder, falls alles gut lief, nach einer Verlängerung bis 2080. Wann wurde deine Mission gestartet? Die Tiefschlafmission startete im Jahr 2070. Kurz nach Erreichen der Umlaufbahn bin ich in die Tiefschlafkapsel gestiegen. Warum fragst du? Was ist das Letzte, woran du dich vor dem Absturz erinnerst? Dr. Bernard half mir in die Tiefschlafkapsel. Er sagte, dass wir uns in ein paar Jahren wiedersehen würden. Und wir haben uns zugewunken. Warte, du weißt, dass es einen Krieg gab, oder? Ein Atomkrieg. Meinst du das ernst? Das kann nicht wahr sein. Sag mir, dass das alles ein Scherz ist. Bitte? Deine Mission ist Jahrzehnte zu spät dran. Die USSA gibt's nicht mehr. Aber die USSA hatte Notfallpläne. Sicherung. Roboter als Reserve. Verdammt! Das hätte nicht passieren dürfen. Ich denke, ich sollte erstmal meine Crew finden. Wir waren zu viert. Aber ich habe niemanden gesehen. Auch keine Leichen. Also waren sie wohl im Schiff, oder? Ist nur meine Kapsel abgestürzt? Ich weiß es nicht. Würdest du zur Absturzstelle gehen und den Flugschreiber bergen? Es ist nicht weit. Wo ist denn die Absturzstelle? Es ist nicht weit. Ich konnte nicht weit laufen. Nicht mal mit dem Adrenalin. Man kann es von hier aus fast sehen. Fast. Geh vom Bunker aus nach rechts. Über den Fluss. Ist ziemlich seicht.
Dann ein Stück den Berg hoch. Ich bin den Abhang heruntergefallen. Oh, keine Ahnung, wie weit. Folge dem Kamm. Du wirst sicher den Rauch sehen. Oder riechen. Gut, dass der Computer mit Riechsensoren ausgestattet ist. Alles klar, ich kann den Flugschreiber von der Abschusszelle holen. Kein Problem. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Ich bin immer noch ganz wackelig. Also bleibe ich lieber hier und höre dem Funk zu. Man weiß ja nie. Dann nochmal. Ich mach dir mal das Radio aus, sonst kriegst du nachher noch Copyright-ID-Dings. So. Wiedergabe an. Ah, okay. Diagnose. Geht nicht. Können wir irgendwas hinzufügen? Ne? Können wir die Wiedergabe anhalten? Ne. Toll. Lohnt sich ja richtig. Ach, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade nichts da, oder? Gibt hier noch eine Errungenschaft, wenn man Holoband abspielt? Gibt es hier noch irgendwas Tolles eigentlich? Oh. Das lohnt sich tatsächlich. Ja, ich weiß, verbotenes Wissen und so. Ja, der Rest kann. Kann ich das mal liegen lassen? Krankheitsrisiko. Aber netterweise. Da bin ich krank? Nö. Dir geht's gut soweit? Hast ja noch ein Bier da. Das passt. So, wo ist denn dieser Flugschreiber? Red Rocket Shop. Das ist eigentlich nicht so unglaublich weit weg. Naja, dann laufen wir da mal hin. Lohnt sich jetzt auch nicht davon noch extra irgendwo hinzuwuseln, glaube ich. Ja, dann kann ich tatsächlich mal in den. Dürfte ich ja noch, ja, müsste ich eigentlich noch in meiner Truhe haben, dass wir da irgendein Spiel haben. Dann haue ich das mal in den nächstbesten Terminal und dann kann ich auch da noch eine Errungenschaft mitnehmen. Das sind doch was Feines, so Errungenschaften. So, was ist jetzt Berkeley Springs? Wieso ist das angewählt? Naja, wird schon werden. Gehen wir mal Richtung Süden. Der als erster aufploppt, ist der richtige. Der wird es wohl sein. Genau, über den Fluss. Und hier dürfte ich ganz gut über den Fluss kommen. Jawohl. Was sind wir denn da? Reisender, entfernen Sie sich nicht von diesem Tisch, ohne etwas in die Kiste zu legen, das mindestens 20 Kronkorken wert ist. Wenn Sie es doch tun, sterben Sie. Falls Sie etwas aus der Kiste herausnehmen, sterben Sie. Sobald Sie etwas hinlegen, nehmen Sie es nicht mehr raus. Viel Glück. Okay. Warte, ich lese doch noch. Oh, oh. Oha. Du bist ja gar nicht so ohne. Zeit für die Shotgun. Der kann da mal weg.
Coole Sache. Das war unerwartet. Was ist, ich mal schneller nachladen? Da brennt auch irgendwas rum. Das Licht nochmal aus. Eifer des Gefechts hier. Ich muss, glaube ich, echt hier hochklettern, oder? Dann sollte ich da hinten mal rüber. Ja, ich glaube, das hilft dann doch so ein bisschen. Oh ja. Das könnte, glaube ich, das Richtige sein. Wohin geht's hier rein? So ein schönes Gegner, oder? Jo. Na dann. Gar nicht mal so ohne die Kollegen. Ich glaube, du musst jetzt erstmal nichts mehr. Sonst noch jemand? Scheinbar schon. Bist du jetzt da reingefallen und gestorben? Nö. Kopf kaputt. Ich nehme mal dein Geld mit. Irgendwo ist noch jemand. Unsichtbarer, wie mir scheint. Oh ne. Bleib mal da. Und dann kann der Kollege gleich nochmal... Oh, du gehst schon. Dachte, er kann dann auch dran glauben. So, Flugschreiber, dann können wir eigentlich nochmal per Schnellreise, glaube ich, zurück, oder? Genau, Questbeschreibung. Oh, das ist, glaube ich, auch neu. Gut, dass wir die gelootet haben und Kronkorken, das ist so, selbst wenn wir diesen einen Kronkorken, also Kronkorken gekriegt haben, dass wir diesen einen Kronkorken nicht leisten können. Ach ja.
So, begeben wir uns mal nach unten. Na, bist du zufrieden mit mir? Da war nicht zufällig jemand von der United States Space Agency, der das Wrack analysierte und nach Überlebenden suchte, oder? Warum brauchst du das Ding überhaupt? Ich will herausfinden, warum das Schiff abgestürzt ist und ob noch jemand überlebt hat. Vielleicht kann ich sogar Kontakt zur USSA herstellen. Ich habe die Flugschreiberdaten. Was jetzt? Da bin ich froh. Jetzt müssen wir die Daten nur noch entschlüsseln. Der Schiffsroboter verfügt über einen standardmäßigen USSA-Entschlüsselungscode. Wenn er den Absturz überlebt hat, ist er sicher auf dem Weg zum nächsten Militärdepot. Einfache Roboterverhalten, Subroutinen würden es als feindlichen Akt bewerten, dass ich den Schlüssel jetzt nehme. Wirklich? Das ist sehr beeindruckend. Blauer Sonnenuntergang. Wie konnte ich das vergessen? Das haben wir uns gerade gespart. Okay, was soll ich jetzt tun? Es ist ganz einfach. Beschaffe den Entschlüsselungscode vom Roboter. Ich stelle sein Sendersignal auf dein externes Gerät ein. So solltest du ihn aufspüren können. Okay. Ich habe die Koordinaten des Schiffsroboters an dein Gerät übertragen. So kannst du ihn finden. Dann schauen wir doch mal, wo der ist. Der ist auch da unten. Okay. Ist ja auch nett, dass es hier alles so ein bisschen... Na gut, aber auch irgendwo logisch, dass es so alles in der näheren Umgebung ist. Das passt schon. Ich glaube, dann werde ich tatsächlich mal gerade diese Funktion nutzen. Und nur dies aktivieren. Wie gesagt, ich glaube, die gab es vorher nicht. Oder ich habe halt wahrscheinlich noch nie da drauf geklickt. Das kann auch sein. Okay, du bist halt echt einfach nur mitten im Dings drin. Hier ist aber auch wieder erstaunlich viel. Sollte ich mich, glaube ich, hier entlang hangeln. Erstaunlich viel Gebirge. Oh, ein Schlinger. So ein Schlinger. Ich glaube, da sogar, ja, wäre, glaube ich, schneller gewesen, wenn wir uns zu der Farm oder was auch immer das ist, gereist wären. Aber passt. Wir sind ja gleich da. Ach, du gehst noch einen Schritt weiter. Aber daneben schießt es die gar nicht mal so praktisch, die Knarre. Oh, es geht weiter. Na gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal hier weiter und schauen, was das mit dem Roboter so auf sich hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.